Das Ems-Sperrwerk bei Gandersum ist eines der modernsten Sperrwerke in ganz Europa und gleichzeitig ein Meisterwerk der deutschen Ingenieurskunst. Von 1998 bis 2002 dauerte die Errichtung. 476 Meter lang ist die Konstruktion aus Stahl und Beton. Das beeindruckende Bauwerk kann von Mai bis Oktober besichtigt werden. Ergänzt wird die Besichtigung durch eine Filmvorführung und einen spannenden Vortrag. Die Besichtigung dauert ca. 90 bis 120 Minuten. Zum Parken können Busse und Autos bis an das Gebäude auf dem Werksgelände heranfahren. Das riesige Sperrwerk schützt vor den Sturmfluten. Es erfüllt aber auch eine weitere wichtige Aufgabe. Das Sperrwerk staut das Wasser der Ems, damit die riesigen Traumschiffe der Meyerwerft diese befahren können. Neu erbaute Schiffe machen so ihre erste Fahrt von Papenburg bis in die Nordsee. Eine Überführung von Schiffen mit einem Tiefgang von bis zu 8,50 Metern ist so möglich. Übrigens, bereits seit 1795 baut die Meyerwerft Schiffe in Papenburg. Erschrecken Sie nicht. Von weitem betrachtet sieht es manchmal so aus, als würden die Kreuzfahrtschiffe quer durch das Feld fahren. Das ist natürlich nicht so. Die Besichtigung des Sperrwerks kann mit einem Besuch bei der Meyerwerft oder mit einem Ausflug zur Seehafenstadt Emden kombiniert werden. Oder man genießt den herrlichen Blick auf die Ems. Weitere Informationen sind in der Videobeschreibung zu finden.